Jo, was geht, liebe Fußballfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute die Bundesliga-Prognose zum 23. Spieltag. Und ihr könnt schon im Bild sehen, nicht in schriftlicher Form, auch wenn es jetzt spät Abend ist und wir knappe 2 Stunden vom Bundesliga-Spieltag 23 vom ersten Spiel entfernt sind, werde ich jetzt trotzdem die Bundesliga-Prognose jetzt in grafischer Form machen. Ich habe das jetzt vorbereitet. Während der Länderspielpause werde ich das nochmal ein bisschen anders darstellen, also ein bisschen anders designen, sage ich mal. Und dann sieht das auch mal wieder anders aus. Ich habe das Bild noch gefunden. Wie gesagt, ich hatte ja diesen PC-Ausfall und dieses Bild ist glücklicherweise noch geblieben. Das haben wir zuletzt beim 15. Spieltag ja benutzt, also vor der WM. Und ja, jetzt benutze ich es wieder. Also ich habe da jetzt nur ein paar kleine Veränderungen gemacht, jetzt bezüglich der Partien und halt der Setzlistennummer jetzt, also die aktuellen Plätze der einzelnen Vereine. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit einem Klassiker, Dortmund gegen Leipzig. Dortmund jetzt mit Bayern im Meisterschaftsrennen, beide mit 46 Punkten, aber Bayern die viel, viel bessere Tordifferenz. Also das ist zurzeit nicht einholbar, was die Bayern bislang in den ganzen Spielen für eine Tordifferenz vorgelegt hatten. Aber Dortmund könnte wieder an die Bayern vorbeiziehen. Da müsste Bayern morgen im Stuttgart-Spiel gegen Stuttgart nachlegen, um sich die Tabellenführung zurückzuholen. Das könnte die ganze Zeit so weitergehen, bis zum Topspiel Bayern gegen Dortmund, wo dann Bayern eventuell die Platzierung entscheiden könnte, wenn die halt immer mit Dortmund jetzt nachlegen oder gleichziehen. Es wird eine krasse Partie und es wird nicht deutlich ausgehen, meiner Meinung nach, auch wenn es mal deutliche Ergebnisse gab bei dieser Paarung. Meiner Meinung nach ein knappes, knackiges 3:2 für die Schwarz-Gelben. Dann haben wir Augsburg gegen Bremen. Augsburg im mittleren bis unteren Bereich der Bundesliga, also mit Abstieg auf jeden Fall erstmal nichts zu tun. Bremen verkauft sich als Aufsteiger richtig gut und die werden auch die Klasse halten. Aktuell 9. Könnten sogar in Richtung europäische Wettbewerben gehen, wenn es weiter gut läuft. Also wenn die jetzt weiter nach oben gehen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Es sind ja noch 12 Spieltage und gegen Augsburg dürfte das kein Problem sein. Sie sind meiner Meinung nach Favorit. Augsburg zuletzt gegen Hertha verloren. Und auch in diesem Spiel werden die Chancen los. Es gibt nur ein Tor, aber Bremen wird meiner Meinung nach 3 machen. Dann haben wir das schwarz-weiße Duell Gladbach auf Nummer 10 aktuell gegen Freiburg auf Nummer 5. Ich glaube, Freiburgs Ziel wird in dieser Saison sein, jetzt hier noch die Champions League Plätze zu erreichen. In der Europa League läuft es ja bislang sehr gut. Haben jetzt das Achtelfinalspiel in nächster Zeit gegen Juventus Turin. Also die Spiele sind momentan sehr gut drauf in der Europa League. Hatten, glaube ich, 5 Siege, ein Unentschieden, glaube ich. Oder 6 Siege in der Gruppenphase, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall läuft es da gut. Und jetzt geht es gegen Gladbach, wo es schon mal eine Paarung gegeben hat, so in der letzten Saison. Gladbach gegen Freiburg. Und da hat Freiburg auswärts einfach Gladbach 6:0 hops genommen. Das war echt stark. Und in der Rückrunde gab es ein 3:3. Ich glaube, Freiburg hatte ja in dieser Saison die Hinrunde gewonnen. Freiburg, Gladbach, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, in dieser Situation, weil Gladbach finde ich echt krass wieder, nach dem Sieg gegen die Bayern im 21. Spieltag, am 22. Spieltag gegen Mainz 0:4 verloren. Und dann sage ich jetzt auch, okay, ich tippe jetzt nicht mehr direkt so für Gladbach bei sowas. Da tippe ich jetzt eher für Freiburg. Aber da tippe ich ein knappes 3:2 für die Freiburger, weil auf die setze ich jetzt, weil die für mich Favorit in dieser Paarung sind. Auch wenn es jetzt viele für Gladbach sind. Aber ich tippe für Freiburg, weil Freiburg für mich in dieser Saison besser drauf ist als Gladbach. Mainz gegen Hoffenheim.
Hoffenheim hat man nicht direkt auf Platz 16 erwartet. Ganz ehrlich, man hätte eher so Platz 10 erwartet vielleicht, aber nicht Platz 16. Also was bei Hoffenheim aktuell abgeht, das finde ich nicht vorspielbar. Also sie sind auf dem Relegationsplatz. Haben die, glaube ich, lange nicht mehr gehört. Relegationsplatz. Ich weiß nicht, seit wann die in der Bundesliga dauerhaft dabei sind. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Aber es droht der Abstieg, wenn man so will. Aber es sind nur noch ein paar Spieler. Ja, vielleicht können sie sich irgendwie noch wieder verbessern. Mal sehen. Aber gegen Mainz, denke ich, wird es schwer. Mainz für mich Favorit. Und da tippe ich auch meinen Standardtipp 3-1. Also bislang haben wir 3-2 und 3-1 als Tipps. Das wird sich aber noch ändern. Dann haben wir Köln bzw. Union Berlin auf Platz 3 zurzeit. Also auch im Meisterschaftsrennen mit dabei. Gegen Köln auf Rang 12. Köln wieder ein bisschen schlechter. Aus der Conference League jetzt schon lange raus. Und zuletzt gegen Wolfsburg verloren. Und Union ist, muss man sagen, der klare Favorit in dieser Partie. Und auch hier würde ich 3-1 tippen, aber ich tippe hier mal 2-1 für Union. Weil ich denke mal, das wird vielleicht eher eine knappe Geschichte. Also da tippe ich eher mal 2-1 statt 3-1. Kann auch anders sein, wer weiß. Und dann haben wir das interessantes Duell. Das Duell 17. gegen 18. Bochum gegen Schalke. Schalke zuletzt mit dem Sieg gegen Stuttgart. Der lange ersehnte Sieg hat man jetzt endlich eine Zeit gebraucht und jetzt gegen Stuttgart gewonnen. Und ich habe die Bilanz zwischen den beiden angeguckt. Schalke hat deutlich doppelt so viele Partien gewonnen als Bochum in dieser Paarung. Aber trotzdem ist Bochum angeblich bei den Wettquoten und so der Favorit auf den Sieg. Kann so sein. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so und würde da für Schalke tippen. Und würde da auch zum knappen 2-1 Sieg für Schalke tendieren. Letzte Woche hatte ich ja Glück gehabt mit Stuttgart gegen Schalke. Da hatte ich 2-1 Schalke getippt, wo ich auch mir nicht sicher war, was soll ich da jetzt tippen. Und da hatte ich Glück gehabt. Unter anderem hatte ich auch Bremen gegen Bochum richtig getippt, wo Bremen 3-0 gewonnen hat. Dann haben wir das Abendspiel am 18:30 wie immer. Stuttgart aktuell 15. gegen Bayern, die ja jetzt wieder nach dem tollen, überragenden 3-0 Sieg gegen Union war, wieder die Tabellenführung geholt. Aber wie gesagt, sollte Dortmund erstmal punkten gegen Leipzig, würden die erstmal wieder vorrücken und dann eventuell Union und Bayern müsste nachziehen. Und für mich ist auch Bayern klar der Favorit in dieser Paarung. Und von daher, na, traue ich mich da, dass es zu 0 ausgeht. Ach komm, ich tippe mal zu 0. Ich tippe mal auf ein saftiges, auf ein klares, glasklares 5-0, weil Jan Sommer hat jetzt schon einige Partien zu 0 gespielt. Da kann ich es auch jetzt zutrauen, dass es auch ist in dieser Partie. Schafft, auch wenn es immer gegen Stuttgart nicht wirklich überragend lief. In der Hinrunde gab es ein 2-2, soweit ich weiß. Und das soll in dieser Runde anders bringen. Das könnte auch die Generalprobe sein für das Champions League Rückspiel am Mittwoch gegen PSG, wo es dazu übrigens am Sonntagmittag hier noch ein Video geben wird, also Vorbericht, wie die Hinrunde-Ergebnisse waren. Das werde ich dann auch in bildlicher Form machen. Keinen Stress. Da nehme ich mir die Zeit zu. Ich werde es vorbereiten. Und dann sehen wir weiter. Also Stuttgart gegen Bayern, das Abendspiel am Samstag, das könnte die Generalprobe sein für Bayern für das Spiel gegen Paris. Dann haben wir Leverkusen auf 11, auf die man jetzt auch nicht so direkt gesetzt hätte, dass die auf der 11 sind. Sind ja jetzt in der Europa League abgestiegen, sage ich mal, und spielen dann jetzt dort im Achtelfinale gegen Budapest. Union Berlin spielt übrigens gegen eine andere Union-Mannschaft aus Belgien, gegen die schon mal in der Gruppenphase gespielt haben, aber in der Europa League-Gruppenphase läuft es ja anders als in der Champions League-Gruppenphase. Bei der Champions League-Gruppenphase ist es ja so,
dass die ersten beiden in die K.O.-Phase gehen. Europa League ist ja so, der Gruppensieger geht direkt ins Achtelfinale. Der Zweitplatzierte in der Europa League-Gruppe spielt gegen den Drittplatzierten in der Champions League-Gruppe in den Playoffs. Und da wird sich dann entscheiden, der Sieger geht ins Achtelfinale der Europa League. Der Verlierer scheidet aus, wenn ich richtig informiert bin. Und Leverkusen war ja in der Champions League, ist aber mit der Dritter gewonnen und somit in die Europa League K.O.-Phase gesunken und spielt jetzt erstmal gegen Hertha, die letzte Woche gegen Augsburg vielleicht überraschend gewonnen haben, auf die ich auch gesetzt hatte. Aber gegen Leverkusen dürfte es eine ziemlich klare Partie sein. Und aus meiner Sicht wird Leverkusen Hertha 4-0 wegboxen. Wenn die gut drauf sind, dann könnte es so funktionieren. Und dann haben wir Frankfurt, die ja in der Champions League jetzt kämpfen müssen. Also die müssen jetzt dieses Spiel auf jeden Fall auch dominieren, wenn sie noch gegen Neapel was reißen wollen. Denn sie sind ja aktuell im Gesamtergebnis 0-2 hinten und müssten auf jeden Fall fürs Weiterkommen 3 Tore schießen. Also so 3-0, 4-1, sowas halt gewinnen. Und ja, Wolfsburg könnte da schon eine entscheidende Rolle spielen. Und meiner Meinung nach wird auch Frankfurt alles geben. Also ich drücke Frankfurt auf jeden Fall in den Champions League weiter in die Daumen. Und sie werden sich auf jeden Fall in dieses Spiel hoffentlich gut reinsetzen. Und ich tippe mal auf ein torreiches 4-2 für Frankfurt, weil ich, okay, ihr könnt es gar nicht sehen. Da. 4-2 für Frankfurt. Ich halte es mal ein bisschen so, dann können wir es besser sehen. 4-2 für Frankfurt. Und dann wird es hoffentlich so sein, dass Frankfurt dann in der Champions League weiterkommt. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. So. Handy wieder hingestellt. Konnt ihr jetzt leider nicht alle Partien sehen, aber ich habe sie euch nochmal gezeigt. Ja. Das war die Prognose, zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder in bildlicher Form. Das wird auch die nächsten Male jetzt auch also bis zu der endlichen Saison laufen. Denn ich habe mir jetzt auf jeden Fall Folgendes überlegt, die Bundesliga-Prognose nicht direkt, wenn ich freitags nach Hause komme, direkt zu machen, sondern ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und mich auf eine genaue Uhrzeit festgelegt. Nämlich so immer freitags gegen 18 Uhr, 18.15, 18.30, auf jeden Fall um die Zeit rum. Wie auch jetzt, wir haben jetzt gerade 18.55 Uhr, ich bin schon lange zu Hause, musste mich aber erstmal erholen von dem Tag heute. Und ja, also die Bundesliga-Prognosen werde ich immer jetzt so freitags, je nachdem wie auch die Spieltage sind, freitags 18.30 Uhr machen, so ungefähr, und dann direkt auch hochladen und dann dürften die, je nachdem wie das Internet ist und auch der Länge der Videos, dürfte dann das Video so kurz vor 20 Uhr da sein, wenn alles klappt. Und dann könnt ihr euch das Video reinziehen und dann nochmal gucken. Und das Video gerne kommentieren, was ihr davon hält. Ob ihr es wieder feiert, dass es hier wieder in der grafischen Funktion ist. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sich es wieder bunt gestalten lässt. Wie gesagt, in der Länderspielpause werde ich es nochmal ein bisschen anders gestalten. Und dann seht ihr auch, es ist in anderer gestaltischer Form. Oder vielleicht bleibt es so, ich weiß es noch nicht. Von dieser Stelle war es das mit dem Video. Wie gesagt, Sonntag Vorbericht zu den Rückspielen und den Zwischenergebnissen der Champions League Achtelfinalspiele. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballfest und bis Sonntag. Ciao, Leute.